Hallo? Wenn Tränensäcke Tränensäcke haben. So hieß der Film vor ein paar Wochen, wo ich gezeigt habe, boah, na, das wird ja immer schlimmer und was hilft? Ihr habt ganz viel unten in die Kommentare geschrieben. Vielen Dank dafür. Und ich habe so einiges ausprobiert. Allerdings im Teil 1, was mache ich gegen diese blöden Büggel? Hausmittelchen. Oder auch so kleine Hilfsmittel wie so eine Tuchmaske zum Beispiel. Aber im nächsten Film machen wir dann mal Produkte. Produkte, die versprechen, ich kann helfen, ich kann das hier reduzieren. Aber heute guckst du dir erstmal die ganzen Hausmittelchen an und dann sind wir doch mal gespannt, ob da irgendwas dabei ist, was tatsächlich gut geholfen hat, oder? Sei gespannt, ich habe so ein paar Möglichkeiten mal durchgefilmt und war es danach weniger? Ich nehme die Spannung noch nicht weg. Guckst du jetzt an. Tomate soll besser sein als Gurke. Na, dann probieren wir es doch mal aus. Also das ist der Vorherzustand. Ich höre mich morgens immer so an, ohne Zigaretten und Alkohol. Und dann werde ich jetzt hier fein geschnittene Tomatenscheibchen nehmen. Gar nicht so einfach. Und die lege ich mir jetzt drauf. Und dann höre ich ein bisschen Podcast, weil wir haben jetzt Wochenende. Und dann gucken wir uns gleich das Ergebnis an. Also das mache ich jetzt besser dann im Liegen drauf, ne? 20 Minuten später, ich bin jetzt ganz vorsichtig aus dem Bett geklettert und nehme das jetzt ab. Ich kann das jetzt im kleinen Monitor natürlich nicht sehen, ob es was gebracht hat. Was ich sehen kann, ist, dass sich hier irgendwas verfärbt hat. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das abwaschen lässt oder ob das dann gleich so bleibt. Zum Glück kam kein Postzusteller. So, sind die Schwellungen weg? Man weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, es ist nicht weg. Ist es sogar vielleicht stärker geworden? Also wie gesagt, an dem kleinen Monitor kann ich das nicht beurteilen. Aber was ich grob sehe, ist die rötliche Verfärbung. Na, schauen wir mal. Ich hoffe, es geht weg. Ansonsten ziehe ich jetzt Karneval ein bisschen vor. Der nächste Test. Heute haben wir wieder ein Hausmittelchen. Kartoffel gedrückt eine Nacht im Kühlschrank. Also da ist jetzt nichts drin. Das ist eine ganz normale gekochte Kartoffel. Oder eine Kartoffel roh gerieben. Übrigens, das Piepen ist eine Baustelle, da müssen wir jetzt durch. Ich mache mir also so eine kleine Kompresse aus diesem Kartoffelpüree, beziehungsweise es ist kein Kartoffelpüree, es ist ja keine Milch drin. So ungefähr. Also das nehme ich jetzt gleich wieder ab und mache das im Liegen. Erdanziehungskraft. Und auf der anderen Seite dann die rohe Kartoffel. Auch das mache ich jetzt gleich im Liegen, nur dass man sich das in etwa vorstellen kann. Und dann gucken wir uns das nach einer Viertelstunde an, ob das dann etwas gebracht hat. Ist heute auch gar nicht so schlimm. An dem Auge auch sowieso schon mal, ne, beachten, etwas besser als hier. Warum auch immer. Aber mal gucken, ob es noch besser wird. Das war jetzt 20 Minuten drauf und eins ist auf jeden Fall schon mal passiert. Ich habe jetzt unheimlich Lust auf Reibekuchen. Und wenn ich nachher auf den Markt gehe, dann muss ich mich sehr beherrschen, keine zu kaufen, weil dieser Geruch von diesen rohen Kartoffeln, das erinnert halt so an diese, ne, Masse von Reibekuchen. So, aber jetzt nehmen wir das mal runter. Und die Kartoffeln sind durch Sauerstoff oxidiert, deswegen ein bisschen bräunlich geworden. Auch das ist ja ganz normal. Es war sehr schön kühlend. Also das ist schon mal besser als bei Gurke, finde ich. Die Gurke lässt sehr schnell nach in der Kühlungswirkung und diese 20 Minuten, es ist immer noch kühl auf der Haut. Also es fühlt sich zumindest kühl an. Ich kann mal bei der Masse probieren. Ja, es fühlt sich kühl an. Nun war ja auch die Kartoffelmasse und auch die ganze Kartoffel waren beide im Kühlschrank, weil das macht bestimmt auch noch mal was aus. Jetzt weiß ich nicht, habe ich es alles runter?
kann ich in dem kleinen Monitor nicht so sehen. Und? Besser? Weg ist nicht, ne? Aber ist besser? Ich weiß es nicht. Aber es waren sehr entspannte 20 Minuten. Die Haut fühlt sich auch jetzt noch kühl an. Also zum Kühlen wesentlich besser als Gurke, ne? Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel. Und ja, ich bin auch ein bisschen eingenickert. Von daher, den Sinn hat es schon mal erfüllt. Eine halbe Stunde später, also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist hier an dem Auge tatsächlich etwas besser als sonst. Auf jeden Fall hatte ich, nachdem die Kamera aus war vorhin, so ein richtig schönes Spannungsgefühl. Vielleicht durch diese verdunstende Kartoffelflüssigkeit noch oder durch die Stärke. Es fühlte sich also auch sehr schön glatt an. Und so irgendwie denke ich mal, also wenn man so eine Ratzfatz-Aktion machen möchte, statt Gurke auf jeden Fall Kartoffel. Und mit der geriebenen Kartoffel, man hat ja jetzt nicht immer eine gekochte Kartoffel zu Hause und bis die abgekühlt ist, dauert ja dann auch der ganze Prozess, sagen wir mal, 1,5-2 Stunden. Mit der geriebenen Kartoffel, das war auch super kühlend, aber diese gekochte Kartoffel, irgendwie habe ich das Gefühl, ist weniger als sonst. Was meinst du? Vitamin D ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was man normalerweise schluckt, entweder durch Kapseln oder mittels Tropfen. Das kann man dann sehr, sehr schön dosieren. Jetzt kam mir gestern mal die Idee, diese Vitamin D3-Tropfen hier auf die Gewebschwellung zu tupfen. Und ich habe das Ganze aber nach einer Viertelstunde ungefähr wieder abgenommen, weil ich hatte so das Gefühl, ich kriege so ein bisschen so Herzrasen. Also jetzt nicht so wahnsinnig, aber so ein bisschen fühlte sich das anders an. Das habe ich auch, wenn ich Vitamin D3 einnehme. Jetzt weiß ich nicht, ist das Zufall? Darf man das überhaupt äußerlich anwenden? Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es auf der Seite besser aussieht als hier, oder? Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur irgendwie Empfinden, aber irgendwie, meine ich, ist das tatsächlich weniger. Und das wäre natürlich sensationell. Da bleibe ich mal dran und werde das mit ein bisschen weniger mal probieren, dass ich dann auch drauf lassen kann. Vielleicht mal so nur so, ja, mini-mega-mäßig noch nicht mal einen Tropfen drauf verteile, weil das waren gestern mindestens 3 Tropfen. Und wie gesagt, da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich hätte einen Kaffee zu viel getrunken. Zufall, nicht Zufall. Wer weiß über Vitamin D3? Darf man das äußerlich anwenden? Macht das Sinn? Ich bin gespannt. Aber ich glaube, es hat ein bisschen was gebracht. Der Geheimtipp von vielen Schauspielerinnen, die behaupten, Hämorrhoidencreme würde gegen Tränensäcke wirken. Das wollen wir doch jetzt mal ausprobieren. Ich habe jetzt diese Hämorrhoidencreme aufgetragen, die ist sehr ölig-pappig. Klar, die soll das Ganze geschmeidig halten, aber unter den Augen natürlich zum Schminken total kontraproduktiv. Deswegen werde ich das jetzt mal lieber zur Nacht auftragen, auch wenn mein Kopfkissen dann morgen Schrott ist. Aber egal, ist ja für einen guten Zweck. Und dann schauen wir mal, wie das morgen früh aussieht. Also jetzt kann man ganz deutlich erkennen, ne? Da ist so viel Schwellung, da ist so viel Wasser drin. Vor allen Dingen hier diese Beule, ne? Das macht mir echt Sorgen. Wenn diese Hämorrhoidencreme helfen sollte, würde ich laut Hurra schreien. Aber da schauen wir erstmal, ne? Guten Morgen. Bitte nicht erschrecken. Okay, draußen ist es noch dunkel, deswegen stehe ich jetzt hier im Bad mit Licht, was die ganze Sache vielleicht noch ein bisschen verstärkt. Aber das hier, das ist jetzt das Ergebnis nach Hämorrhoidencreme. Und ist es Zufall oder kommt das jetzt noch von der Creme, dass ich jetzt hier noch eine dritte Tüte bekommen habe? Weil das hier war die Tage noch nicht da. Also diese Hämorrhoidencreme, mag ja sein, dass es andere gibt, die helfen könnten, die hilft auf jeden Fall nicht. Und nach meiner Beurteilung, wenn ich jetzt hier zur Seite gucke, sieht das Ganze vielleicht sogar noch schlimmer aus. Guten Morgen. Wieder so ein Tag, wo ich denke, boah, bin ich das wirklich?
Aber heute versuchen wir mal eine Augentuchmaske. Da steht drauf, ne? In wenigen Minuten jugendlicheres Aussehen, glatte Haut bei Schwellung. Die muss zaubern können, aber schauen wir einfach mal, oder? 20 Minuten, ja, Viertelstunde, 20 Minuten gebe ich ihr jetzt damit Zeit, höre ein bisschen entspannende Musik und dann gucken wir uns das gleich mal an, ob es weniger geworden ist. Masken Woman Power. Sieht cool aus, oder? Hat jetzt leider keine 20 Minuten durchgehalten von Feuchtigkeit. Also die ist jetzt hier oben drauf schon trocken. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit Meditation gemacht. Ups, jetzt dreht es sich. Meditation gemacht. Das ist eine schöne Geschichte von Apple. Da gibt es hunderte von Fitnesskursen, Meditation, aber das ist jetzt nur mal am Rande. So, wie sieht's jetzt drunter aus? Ich weiß es nicht. Und? Besser? Also das lässt sich jetzt nicht wiederverwenden, muss es auch nicht. Es hat 79 Cent gekostet. Und für 79 Cent darf man ja bekanntlich keine Wunder erwarten. Und was man natürlich noch machen kann, ist, dass man den Rest, also hier fühlt es sich tatsächlich noch feucht an, dass man den Rest so ein bisschen so einklopft, ne? Und auch nochmal den Lymphfluss aktiviert. Aber was kann diese Maske jetzt bewirken? Kühlend war sie, also es hat sich sehr, sehr schön angefühlt. Nehmen wir nochmal eine andere Perspektive. Ist es besser? Ich weiß es nicht. Du entscheidest das. Haha, hat dir Teil 1 gefallen? Daumen hoch, dann freue ich mich. Und ich freue mich noch mehr, wenn du mir noch mal ein Mittelchen aufschreibst, wo du sagst, das hat mir sehr gut geholfen. Denn ich starte jetzt Teil 2. Zwei Produkte habe ich schon da. Aber vielleicht hast du auch noch einen Tipp, wo du sagst, die und die Creme von dem und dem Hersteller, die hat mir geholfen, dann werde ich das probieren. Dauert natürlich jetzt ein paar Wochen, bis ich das alles durchgetestet habe. Manchen Produkten sollte man ja auch die Chance geben, das aufzubauen, weil es gibt wohl nichts, wo das sofort von weg ist. Das heißt, ich werde es immer ein paar Tage oder vielleicht sogar ein, zwei Wochen durchprobieren mit den Produkten und von daher würde ich mich freuen, wenn ich nochmal deinen Tipp bekomme, damit wir wieder tauschen können. Ne? Also das mit den Hausmittelchen hast du jetzt gesehen, was hilft, was nicht hilft. Und sowas hier, das sieht einfach witzig aus, oder? Tschüss. 20 Minuten später. Ups, jetzt habe ich mich so vorsichtig